Lichtgeschwindigkeit 412. Heute am 15. Juni 2010 greife ich auf diese Reihe der Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erscheint, und zwar unter dem Titel Aus dem Maschinenraum, Kritik zur IT-Politik. Hier ganz konkret geht es um folgendes Thema: biometrisches Abenteuer. Hier wird kritisiert, die eigene Identität nachzuweisen können, ist für den modernen Menschen lebenswichtig. Darum hat er einen Ausweis. Die Bundesregierung steht nun kurz davor, ein lang verfolgtes Projekt zu verwirklichen, den Personalausweis mit biometrischen Daten und voller elektronischer Lesbarkeit. Wir fragen, wem nützt es? Also eine Ausweisfähigkeit, dass ich mit einer staatlich zertifizierten Karte nachweisen kann, meine Identität, das bin ich, hier ist mein Personalausweis, ist ja auch aus meiner persönlichen Lage heraus von Fall zu Fall mal nötig und wünschenswert, dass das möglich ist. Der bisherige sozusagen einfache Holzpersonalausweis hat dazu nun immer ausgereicht. Es gibt so gut wie keine Ausweisbetrügereien außerhalb der Mossad Hamas-Angriffe, die wir aktuell gerade in den Medien haben, ist dieser Personalausweis immer sicher gewesen. Man muss darauf aufpassen, und wenn er geklaut wird, dann ist es eben ein Rechtsverstoß und man muss das anmelden, und so geht es. Jetzt haben wir also das elektronische Teil, das quasi technisch eine Wiederholung ist des bereits bekannten elektronischen Reisepasses. Hier passiert also Folgendes: da werden sozusagen genormte körperliche Daten aufgenommen, es werden biometrische Merkmale festgehalten, es wird ein verpflichtendes Gesichtsporträt aufgenommen und es werden unter Umständen Fingerabdrücke genommen und so weiter. Alles das wird auf einem Chip gespeichert. Dieser Chip ist aber ansteuerbar als Funksignal, er reagiert. Das heißt, ich weiß als Inhaber meines Personalausweises in Zukunft nicht mehr, wer liest den eigentlich. Ich weiß nur eines, ich selber kann ihn nicht lesen. Ich selber kann also auch nicht kontrollieren, ob die festgehaltenen Daten auf dem Chip mir entsprechen oder ob bei der Aufnahme bereits irgendwelche Fehler gemacht sind und so weiter. Das ist eine Unsicherheitsnummer, die da hineinkommt, die völlig überflüssig ist. Aber das ist jetzt sozusagen bürgerliches Gesetz geworden, und ich frage mich, ob tatsächlich die Kleinbürger, die ja wirklich die überwiegende Zahl unserer Wähler ausmacht, ob die nicht andere Interessen haben als bürgerliche Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen, die über Satelliten, Funktechnik, Chipsteuerung, telematischen Zugriff haben auf jede einzelne Person, die letztlich rumläuft. Und diese Entwicklung ist aufzuhalten immer dann, wenn der freie, selbstdenkende Bürger sich informiert und auch Informationen verlangt und dann wirklich fragt, was nützt es, wem nützt es oder was schadet es. Hier ist es also ferner so, dass bereits die Lesegeräte alle mehr oder weniger schon gehackt worden sind. Sie kosten sehr viel Geld und keiner kann seinen eigenen Ausweis lesen, aber die Lesegeräte selbst sind sozusagen knackbar. Und die Frage ist jetzt für mich, was kann ich eigentlich machen, wenn ich so einen Personalausweis rechtsverpflichtet bei mir tragen muss? Lege ich ihn aus Versehen in die Mikrowelle oder wie haltbar ist eigentlich der Chip? Wenn mir jemand den Personalausweis klaut, kann er dann mit ein bisschen Make-up das Gesicht nachmachen und meinen Ausweis benutzen und ich verliere damit meine Identität? Alle diese Spielchen stehen hier in den Raum gestellt, ohne dass es uns als Bürger nützt. Es kostet nur, es bringt zusätzliche Unsicherheit und es verstärkt nicht das Gefühl, dass man sich auf diesen Staat verlassen kann. Jetzt möchte ich gerne die Piraten aufmuntern, hieraus eine Aufklärungskampagne zu machen und nicht, wie die Piraten das gerne machen, Knopf drücken auf dem Computer und dann direkt beim Ministerium anklingeln, sondern wirklich den einzelnen Bürger auf der Straße ansprechen. Hier klären die Piraten auf aus ihrem Fach, nämlich der IT, der Informationstechnologie und der modernen digitalen Techniken und des Fortschrittes, damit uns der Fortschritt nützen soll und nicht nur schadet. Und hier nochmal
fiel der Hinweis, dankenswerterweise, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat hier im Feuilleton diese Kolumnenreihe von Constanze Turz, kurz aus dem Maschinenraum, hier die laufende Nummer 9, biometrisches Abenteuer mit dem elektronischen Personalausweis. Danke fürs Zuschauen und hierzu gibt es bei Heise und im Internet sehr, sehr viel Informationen zusätzlich. Ahoi.